Zu unserem dritten Sommergespräch begrüße ich heute ÖVP-Stadtrat Karl Mara am Hofhausmarkt. Herzlich willkommen, danke für Ihre Zeit. Grüß Gott und danke fürs Gespräch. Herr Stadtrat, wir sind jetzt über den Rochusmarkt spaziert. Sind Sie in Sorge? Müssen wir demnächst mit einem Video rechnen? Der Rochusmarkt ist ein Beispiel für ein Positivvideo. Der Rochusmarkt ist ein Beispiel, dass österreichische Standler mit Standlern aus anderen Ländern gut zusammenarbeiten können. Eine gute Mischung der Produkte, eine gute Mischung der Menschen und ein toller Markt, ein toller Platz für die Wienerinnen und Wiener. Sie werden vermutlich schon mitbekommen haben, worauf meine Frage abzielt. Ich stelle sie jetzt ganz direkt. Was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht, dass Sie wegen schlafenden Obdachlosen die Polizei auf der Marienhilfestraße gerufen haben und sich dabei filmen haben lassen? Erinnern wir uns zurück, eine führende Wiener Tageszeitung hat die Marienhilfestraße thematisiert, hat festgestellt, dass es dort viele Dutzende Menschen gibt, die kampieren. Am Tag, aber auch teilweise in der Nacht. Bezirksvorsteher Markus Reiter vom 7. Bezirk hat um Hilfe gerufen, hat einen runden Tisch gefordert. Und ich wollte mir die Lage auch, nachdem ich ja oft auf der Marienhilfestraße bin, aktuell anschauen. Und bin begleitet worden von meinem Kamerateam. Und wir sind durch die ganze Marienhilfestraße gegangen und haben vieles festgehalten. Und unter anderem sehe ich dann einen Mann auf einer Parkbank. Der hat geatmet, also kein medizinischer Notfall. Aber er hat dort ganz offensichtlich kampiert und es war nicht klar, wer er ist und was er möglicherweise auch an Sorgen, an Problemen hat. Sozialarbeiter gibt es nicht, die rund um die Uhr abrufbar sind. Und da habe ich das getan, was ich aus meiner beruflichen Erfahrung auch gelernt habe. Ich habe die Polizei angerufen, damit die Polizei auch feststellt, was ist mit dem Mann, geht es ihm wirklich gut, braucht er Hilfe, braucht er Sozialarbeit oder ähnliches mehr. Und das hat der Begleiter des Bezirksvorstehers Reiter gefilmt und wollte das Ganze ins skurrile Eck treiben. Und da muss ich Ihnen ehrlich sagen, ich bin doch ein wenig enttäuscht über die Reaktion der Linken in Wien, wenn ich einen Missstand in dieser Stadt aufzeige, noch dazu einen Missstand, der auch von Medien dargelegt worden ist, dann erwarte ich mir, dass wir über den Missstand reden und nicht um die Frage diskutieren, ob ich jetzt die Polizei anrufe oder eine andere Hilfsorganisation. Verstehe ich Sie richtig? Sie hätten also nicht vorgehabt, dieses Videomaterial für Werbezwecke für Ihre Partei zu verwenden? Das war überhaupt nicht geplant und ist auch nicht so entstanden und auch nicht unter diesem Aspekt entstanden. Aber wir haben dort in der Marienhilfestraße über eine Stunde gefilmt, viele, viele Bereiche. Wenn ich um Hilfe rufe und in dem Fall die Polizei um Hilfe rufe, dann tue ich es auch deshalb, weil ich ganz genau weiß, wenn diese Menschen dort liegen, dann ist das teilweise ein Problem für die Leute, die vorbeigehen, aber vor allem ist es ein Problem für den Menschen selbst, der dort liegt, wo man nicht weiß, was er an Hilfe benötigt. Das kann eine medizinische Hilfe sein, das ist aber oft eine Hilfe in der Form, dass die Polizei dann die Sozialarbeit verständigt und Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sich um den Menschen kümmern. Herr Stadtrat, Sie sind seit vielen, vielen Jahrzehnten ganz tief verwurzelt mit dieser Stadt. Sie sind eigentlich ein Aushängeschild oder Paradebeispiel für einen Menschen, der, würde ich sagen, in der Mitte der Gesellschaft steht. In letzter Zeit hat man oft den Eindruck, Sie hätten sich verändert. Darf ich Sie ganz offen fragen, mögen Sie Wien eigentlich? Ich liebe Wien. Ich bin in Wien geboren. Ich habe in Wien über 40 Jahre meiner beruflichen Laufbahn verbracht. Und ich liebe Wien vom Anfang bis zum Ende. Ja? Oder vom Norden bis zum Süden, vom Osten bis zum Westen. Ich liebe Wien. Aber wenn man Wien liebt, dann sollte man die Bereiche in Wien, in denen es nicht so gut funktioniert, einfach ansprechen. Und man sollte auch die richtigen Worte dafür finden und man sollte die Probleme, die wir in dieser Stadt an einigen Orten, nicht in ganz Wien, aber an einigen Orten haben, klar benennen. Und das tue ich. Ich benenne die Probleme klar. Und ich stelle immer zu dieser klaren Problembenennung etwas dazu, was ich für ganz wichtig halte, nämlich konstruktive Lösungsvorschläge. Das tue ich. Aber wenn man dann beginnt, und das machen gerade extrem linke Kreise in Wien, einfach nicht mehr über das Thema zu reden, sondern darüber zu reden, ob das Video jetzt gut war oder schlecht war oder ob man das besser machen könnte, dann ist das eine Themenverfehlung. Reden wir über Wien und alle, die Wien lieben, so wie ich, sollten Wien in den Bereichen, wo es nicht so optimal ist, einfach weiterentwickeln und verbessern machen.
Wir haben eine Umfrage gemacht und unser User gefragt, wird Wien immer brutaler und unsicherer? 178.000 Leser haben mitgemacht. 85% sagen, ja, leider total. Ist Wien unsicherer geworden? Also einerseits kann ich das als ehemaliger Polizist sagen, andererseits als Politiker, vor allem aber als Bürger dieser Stadt. Wien ist in vielen Bereichen dieser Stadt sicher und Wien funktioniert in vielen Bereichen dieser Stadt gut. Aber es gibt Bereiche, wo genau das Gegenteil der Fall ist. Aber das ist zum Beispiel der Handlungsbedarf besteht ganz eminent, zum Beispiel in Favoriten. Und auch hier kann man sagen, in Favoriten nicht überall. Also in Oberlaa ist die Situation anders als in der Peralvin-Hanson-Siedlung und ganz anders ist die Situation im Zentralfavoriten, also im Innerfavoritenkreis, dort, wo es um den Quellenplatz geht, um den Reumannplatz geht, um den Keplerplatz geht. Sie selbst in Ihrem Medium und alle Medien berichten nahezu täglich von Vorfällen, von Messerstechereien, von Drogenrevierkämpfen. Ja, da sollte man doch diese Situation auch zum Anlass nehmen, nach den Ursachen zu schauen. Und die Ursachen sind meiner Meinung nach viel tiefer als die Ursache nach der Polizei zu rufen oder Lösungen polizeilicher Art zu holen. Dann verstehe ich Sie richtig, Sie wollen nicht eine Situation so weit eskalieren lassen, dass es wird wie in Frankreich, wo die Polizei in gewisse Vororte nicht einmal mehr vordringt. Ganz genau, die Situation in Wien, und zwar in bestimmten Bereichen von Wien, und da nehme ich Favoriten als Beispiel, ja, ist einfach so, dass wir hier eine Entwicklung beobachten, wo wir abgeschottete Gesellschaften sehen. Die Zuwanderer, die dort wohnen, die brauchen sich nicht mehr integrieren, denn die bleiben ohnehin unter sich. Die Menschen, die dort geboren worden sind, die Menschen auch mit Migrationshintergrund, die seit 2 oder 3 Generationen dort wohnen, die fühlen sich einfach nicht mehr zu Hause in ihrem Favoriten. Wir müssen die Abschottung von Gesellschaften in Stadtteilen verhindern. Und wie kann man das tun? Ich spreche auch immer über konstruktive Lösungsvorschläge, indem wir Integration auch tatsächlich leben und organisieren. Es wird in dieser Stadt viel dafür gemacht, dass Menschen, die mitmachen, sich integrieren. Aber wir erreichen die Menschen, die nicht mitmachen wollen, die erreichen wir gar nicht. Und darum geht's. Wir brauchen bei der Integration das Bekenntnis dazu, dass wir alles tun, um Integration zu fördern, aber auch alles tun, um Integrationsbereitschaft zu fordern. Und das, was wir auch beitragen müssen, ist natürlich eine geordnete Zuwanderung. Die illegale Migration muss ein Ende haben und hier ist die Volkspartei in Europa führend im Umdenken, im Prozess des Umdenkens der Europäischen Union. Wir brauchen klare, konsequente und stabile europäische Außengrenzen mit entsprechenden Kontrollmaßnahmen. Herr Mara, sprechen wir vielleicht ein bisschen über das Geld, oder? Das ist auch immer ein Thema, das die Österreicher ganz intensiv beschäftigt. Sie sind ein sogenannter nicht amtsführender Stadtrat in Wien. Das heißt, Sie haben vom Bürgermeister Michael Ludwig keine Aufgabe zugewiesen bekommen. Wenn ich jetzt da ins Wirtshaus gehe, Sie verdienen, glaube ich, ungefähr 9.000 Euro im Monat, ein bisschen mehr sogar, würden die Leute sagen, fürs Nichtstun. Würden Sie uns sagen, was tun Sie denn für Ihr Geld, Herr Mara? Also erstens sprechen Sie von Bruttobezügen, da geht die Hälfte an die Steuer und ich glaube, die Steuerleistung sollte nicht unterschätzt werden. Und zum Zweiten, ich tue unendlich viel, nämlich zum Beispiel in den Stadtvierteln Wiens unterwegs zu sein, mit den Menschen zu reden. Ich habe keine eigene Geschäftsgruppe. Das ist das Wesen eines Stadtrates, der sozusagen keine Geschäftsgruppe aufgrund der Sonderlösung in Wien. Würden Sie eine annehmen, wenn der Bürgermeister auf Sie zukommt und sagt, Herr Mara? Na, selbstverständlich. Aber wenn ich keine Geschäftsgruppe habe, ist das für mich kein Problem. Ich habe ein Thema. Ich habe ein Thema in dieser Stadt, nämlich das Thema, wenn man Wien liebt, muss man Wien verbessern. Und dazu bin ich nicht in den Geschäftsgruppen der Magistratsabteilungen unterwegs, sondern dazu bin ich auf der Straße unterwegs. Dazu rede ich mit den Menschen in dieser Stadt und dazu erfahre ich sehr, sehr viel, was in dieser Stadt funktioniert. Da funktioniert vieles, was in dieser Stadt nicht funktioniert. Und vor allem kann ich mit vielen darüber sprechen, welche Möglichkeiten es gäbe,
Dinge zu verbessern. Ein Beispiel, nämlich Integration, Vermeidung von Abschottungsgesellschaften, von Gegengesellschaften, habe ich Ihnen vorher gesagt. Ist die ÖVP in Wien bereit, mitzuregieren? Selbstverständlich. Die Volkspartei ist eine Partei, die immer mitgestalten möchte. Und wenn Sie meine Presseerklärungen der letzten Wochen und Monate und seit ich im Amt bin verfolge, sind alle Kritikpunkte, die ich einbringe, immer davon begleitet, dass ich sage, ich möchte nicht nur darüber schimpfen, ganz im Gegenteil, sondern ich möchte aktiv mitgestalten, dass sich in dieser Stadt vieles zum Besseren wendet, damit Wien so bleibt, wie wir es eigentlich wollen und wo wir es auch in vielen Bereichen von Wien sehen, nämlich eine sichere Stadt, eine Stadt, in der man sich wohlfühlt. Und das ist in Wien in vielen Bereichen gegeben, aber in immer mehr Bereichen sehen wir, dass Wien im Sicherheitsgefühl und auch in der tatsächlichen Sicherheit kippt. Und das müssen wir vermeiden. Sollen die Politikergagen in Wien angehoben werden? Ich glaube, in einer Zeit, wo die Menschen wirklich jeden Euro umdrehen müssen, ist das nicht der richtige Weg. Ich stehe voll dahinter. Ich glaube, eine Nulllohnrunde bringt zwar jetzt nicht konkret jedem Einzelnen Hilfe, aber es ist ein wichtiges Signal der Solidarität. Und ich glaube, dass das, was der Bundeskanzler hier eingeleitet hat und auch die Bundesregierung, dass das ein richtiger Schritt ist und stehe auch voll zu dieser Entscheidung. Sie stehen derzeit ein bisschen in der Kritik, weil Sie angeblich Ihre Nebeneinkünfte nicht eingemeldet haben, die Sie in einem Unternehmen beziehen. Haben Sie etwas zu verbergen? Ist es Ihnen unangenehm, weil es zu hoch ist? Was steckt da dahinter? Ja, ich habe sämtliche Offenlegungspflichten erfüllt. Die sind ja gesetzlich auch vorgeschrieben. Das heißt, einerseits gegenüber dem Rechnungshof, da gibt es ja eine Offenlegungspflicht und die habe ich erfüllt. Ich habe diese Offenlegungspflicht auch als Nationalratsabgeordneter selbstverständlich erfüllt. Und selbstverständlich sind ja auch alle Bilanzen einsehbar. Das heißt also, es ist alles offengelegt. Und ich bin stolz eigentlich, dass ich kein Berufspolitiker bin, sondern dass ich ein Politiker bin, der auch die Sorgen und Nöte eines Unternehmers kennt, aber auch die Chancen, die ein Unternehmer hat. Ich bin stolz darauf, auch in dieser Stadt Unternehmer zu sein. Es wurde bekannt, dass Ihr Unternehmen in der Corona-Zeit 120.000 Euro Corona-Hilfen in Anspruch genommen hat. Geht das mit dem Job als Politiker zusammen? Da irren Sie, denn dieses Unternehmen ist nicht mein Unternehmen. Ich bin auch nicht Gesellschafter dieses Unternehmens. Und zwar seit 17 Jahren bin ich nicht mehr Gesellschafter dieses Unternehmens, seit 2006. Und das ist eine üble Medienkampagne dann? Das ist keine üble Medienkampagne, das ist der Versuch des Herrn Peter Pilz, statt seriöser Berichterstattung einfach nur mehr eines zu machen, das kann er ganz offensichtlich, anzupatzen, zu diskreditieren und eine Dirty Campaigning-Kampagne zu versuchen. Warum hat das auch nicht abgesehen? Das müssen Sie den Herrn Pilz fragen. Ich frage ihn jedenfalls nicht mehr, weil der Herr Peter Pilz erweckt in mir nicht den Eindruck, dass er seriöse Berichterstattung bringen möchte, sondern der Herr Peter Pilz betreibt klassisches Dirty Campaigning. Dabei unterstützt ihn auch Herr Kai-Jan Greiner. Und beim Dirty Campaigning sage ich Ihnen halt, das kennen wir auch aus den vergangenen Jahren, das sind die Ursachen. Und Peter Pilz und Kai-Jan Greiner sind Verantwortliche dafür, dass die politische Kultur in Österreich leider sehr gelitten hat. Das ist zu verurteilen und das benenne ich auch ganz klar. Dann kommen wir wieder zurück, würde ich sagen, zur Politik. Herr Stadtrat, diese Woche wurde bekannt, das Klimaschutzministerium hat bekannt gegeben, der Klimabonus wird ab September wieder an die Österreicher ausbezahlt. Leonore Gehwessler lässt da Personen in Vorstadtwilen in Döbling und Währing etwa heuer 150 Euro anweisen. In der Arbeit der Hochburg-Favoriten gibt es 110 Euro. Finden Sie das gerecht? Ich glaube, hier ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Die Pläne liegen jetzt auf dem Tisch. Es liegt in der Bundesregierung, eine sozial treffsichere und gerechte Lösung zu finden. Und ich vertraue da auf die Verhandlungen, die auf uns zukommen. Das heißt, Sie wollen, dass man da noch einmal drüber spricht? Selbstverständlich. Und ich glaube, dass in der Bundesregierung auch hier in den nächsten Tagen und Wochen Gespräche laufen werden. Alles,
was man in Richtung Hilfestellungen unternimmt von Seiten der Bundesregierung, aber auch von Seiten der Stadt, läuft immer unter dem Prinzip, es sollte so weit als möglich sozial treffsicher sein. Und diese soziale Treffsicherheit, an der sollte noch gearbeitet werden bei diesem Vorschlag. Sehr gut. Wie sind Sie heute hierher gekommen? Heute bin ich hergekommen mit der U3. Das ist eine Linie, die für mich sehr angenehm ist. Habe dann einen Termin im 3. Bezirk wahrgenommen und bin dann noch zusätzlich zu einem Termin mit dem Auto gefahren. Ich bin also der typische Hybridmann, ganz genau. Das heißt, ich fahre am Tag teilweise mit der U-Bahn, teilweise mit dem Auto und manchmal da drinnen in der Garage stets auch mit dem Fahrrad. Ich frage deswegen, weil sehr viele Leser sind mittlerweile genervt von den Klimaklebern, die auf dem Weg zur Arbeit sind, einen Arztbesuch wahrnehmen müssen und dann in lästigen Staus stehen. Sind Sie dafür, dass man, sagen wir, Serienklimakleber auch einsperren kann eine Zeit lang? Also zum Ersten, die Klimakleber sprechen ein wichtiges Thema an, nämlich den Klimaschutz, den Klimawandel, das geht uns alle an. Sie erweisen aber der Sache keinen guten Dienst. Weil die Menschen sprechen nicht mehr über den Klimawandel und unsere Maßnahmen, die wir setzen, sondern die Menschen sprechen darüber, dass sie genervt sind, dass sie blockiert sind in ihrem täglichen Leben. Das ist also nicht in Ordnung. Zum Zweiten, was kann man fordern, was kann man sozusagen auch tun von der Frage der Konsequenz des Rechtsstaats? Ja, ich bin auch dafür, dass es primär Arreststrafen gibt für Klimakleber, die sagen, mir ist es völlig egal, ob ich eine Geldstrafe bekomme oder nicht, und mache es immer wieder. Nur das ist nichts Neues, denn das gibt es schon. Das ist gesetzlich vorgesehen, da gibt es bereits die entsprechenden Bestimmungen. Aber Sie wissen, das ist ein sehr, sehr langer Weg, bis man da mal so eine Ersatzfreiheitsstrafe auch antreten muss. Derzeit ist es halt so, dass die Leute dann am nächsten Tag wieder auf der Straße kleben. Also dazu muss man auseinanderhalten. Das eine ist, es gibt das Instrument der Ersatzfreiheitsstrafe. Das ist für den Fall, wenn jemand die Strafe nicht bezahlen kann. Und dann gibt es die Möglichkeit der Primärarreststrafe. Da wird gar keine Geldstrafe verhängt. Das ist in all jenen Fällen der Fall, wo der Betroffene sagt, mir ist es völlig egal, welche Strafe ich bekomme. Ich zahle es ganz einfach nicht und ich mache es wieder. Oder ich zahle es auf und mache es wieder. Also wenn so eine Situation eintritt, und die haben wir bei einigen der Klimakleber, dann wird eine Primärarreststrafe von der Polizei verhängt. Das ist gesetzlich vorgesehen. Die Frage ist, ob das wirkt. Wie wir aus der Vergangenheit sehen, wirkt es nicht bei allen der betroffenen Klimaklebern. Daher muss man auch hier gesetzlich nachschärfen, insbesondere auch im Versammlungsrecht. Unsere Forderung als Wiener Volkspartei ist, dass wir eine umfassende Änderung des Versammlungsgesetzes, das ja aus dem vorvorigen Jahrhundert stammt, benötigen. Und mit dieser Veränderung des Versammlungsgesetzes kann man viele dieser Probleme lösen. Aber was mir auch wichtig ist, die Klimakleber sind ja nur die Spitze des Eisbergs. Ja, wir sehen, und in der Zwischenzeit ist es auch wissenschaftlich fundiert bereits zum Ausdruck gebracht worden, dahinter steht ja eine internationale Bewegung, die nicht nur ich, sondern vor allem Wissenschaftler vergleichen mit der Roten Armee-Fraktion in den 70er Jahren. So unter dem Titel, ich bin mit den Gesetzen nicht zufrieden. Und wenn ich mit den Gesetzen nicht zufrieden bin und meinen Willen nicht durchsetzen kann, dann mache ich das mit extremen Methoden. Da ist der Klimakleber die kleinste, aber störende Methode. Da geht es dann weiter, dass man Luft aus den Reifen lässt und endet dabei, dass man Flughäfen besetzt, dass man sich auf Landebahnen setzt und möglicherweise, wie es bei der Roten Armee-Fraktion in den 70er und 80er Jahren war, dass man hier bei der Roten Armee-Fraktion dann letztlich auch vor Entführungen nicht zurückgeschreckt hat. Und wie gesagt, das ist kein Schreckgespenst, das ich aufzeichne, das ist ein Schreckgespenst, dass die Wissenschaft selbst malt, und ich glaube, man sollte das sehr ernst nehmen. Kommen wir zu den Gesundheitsthemen, Herr Stadtrat. Aktuell wartet man in Wien sehr, sehr lange auf einen Facharztbesuch und auch auf einen OP-Termin. Das Spitalswesen ist quasi kollabiert.
das Personal am Anschlag, am Limit. Was ist da falsch gelaufen in einer Weltstadt wie Wien? Also zuerst einmal muss man sagen, dass das Problem im Gesundheitswesen ein Problem ist, das in verschiedenen Stufen und Facetten in ganz Österreich besteht. Wir haben in Wien ein außergewöhnliches Problem zusätzlich. Wir haben einen starken Bevölkerungszuwachs, auch natürlich durch die Entwicklung der Migration. Und in diesem Fall ist mengenmäßig auch zu wenig vorgesorgt worden. Das heißt, die Überlastung der Ambulanzen ist auch darauf zurückzuführen, dass die Kapazitäten diesem Bevölkerungswachstum nicht Schritt gehalten hat. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir als Wiener Volkspartei nicht übersehen, dass es ein Bereich ist, der miteinander verklingt, zusammenhängt. Wir haben das Problem, dass wir zu wenig Kassenärzte haben. Wenn die Menschen jetzt auf den Kassenarzt 3 Wochen warten müssen, dann gehen sie in die Ambulanz. Wenn sie in der Ambulanz sind, in der Größenordnung, inklusive Bevölkerungszuwachs, müssen sie in der Ambulanz warten, stundenlang. Wenn die Ambulanzen überlastet sind, sind die stationären Bereiche überlastet und dort warten sie dann monatelang auf Operationen und letztlich haben sie auch wegen des Personalmangels zu wenig Pflege, zu wenig Betten für Pflege, nämlich für jene Pflege, die man unmittelbar nach dem Spitalsaufenthalt benötigt. Das heißt, wir haben hier schon alleine 4 Bereiche, die miteinander zusammenhängen. Und ein ganz wesentlicher Bereich ist natürlich auch die Honorierung der Kassenärzte. Denn es muss für den Arzt eine Wahlfreiheit geben zwischen Wahlarzt und Kassenarzt. Es wird jetzt fast so, als hätte der Gesundheitsstaat und alles richtig gemacht. Und ich bin gerade beim Waschbecken. Ich will ganz offenlegen, dass dieses Problem Gesundheit, die Herausforderung Gesundheit, ein vernetztes Problem ist. Das, wo ich den Stadtrat Hafka einfach auffordere und einlade, ist seiner Verantwortung, weil er ist verantwortlich für das Gesundheitswesen der Stadt Wien, egal wer zuständig ist, er ist verantwortlich, dass es funktioniert, dass er diese Verantwortung in der Form wahrnimmt, dass er unser Angebot zur Zusammenarbeit aufnimmt. Denn wir brauchen nicht nur Veränderungen, massive Veränderungen beim WGF, in den Krankenhäusern, in den Ambulanzen. Wir brauchen auch ganz massive Veränderungen im Kassenarztsystem. Da braucht es Gespräche mit der österreichischen Gesundheitskasse und mit der Ärztekammer. All das sind Notwendigkeiten, die wir benötigen. Aber dazu braucht es einen Mann, der in Wien als Gesundheitsstadtrat verantwortlich ist, der diese Verantwortung auch in der Form wahrnimmt, dass er diese Gespräche konstruktiv führt. Ich habe ihn und als in der Wiener Volkspartei haben wir ihm unsere Zusammenarbeit angeboten und die haben wir ihm deshalb angeboten, weil es natürlich hier einen Verbesserungsbedarf in der Kommunikation zwischen der Stadt Wien, der Ärztekammer und der ÖGK gibt. Und da sind wir sehr gerne bereit zu unterstützen und ich glaube, dieses Angebot sollte auch angenommen werden, denn das Thema Gesundheit können wir nur parteiübergreifend lösen. Und auch übergreifend in den Kompetenzen zwischen Land und Bund. Nehmen Sie ausreichend Bemühen wahr beim Gesundheitsstadtrat? Der Gesundheitsstadtrat war ein hervorragender Manager beim Fonds Soziales Wien. Das habe ich selber miterlebt. Der Gesundheitsstadtrat ist aber, was die Verhandlungsbereitschaft und die Verhandlungsmöglichkeit und Fähigkeit mit der Ärztekammer und der österreichischen Gesundheitskasse betrifft, durchaus noch entwicklungsfähig. Und ich glaube, wenn man das gemeinsam angeht, mit gutem Willen, nämlich der Bevölkerung damit zu dienen, den Menschen damit zu dienen, damit die eben nicht mehr so lange Wartezeiten in Kauf nehmen müssen, dann wären wir auf dem richtigen Weg. Und das Angebot von uns liegt am Tisch und ich bin guten Mutes, dass dieses Angebot auch angenommen wird. Ist ja unkonventionell in einer Zeit, wo die Parteien gegeneinander arbeiten, sehr oft spüren das die Bürgerinnen und Bürger. Ist ein unkonventionelles Angebot, aber ein ehrliches Angebot, dass wir hier auch zusammen etwas bewirken. Durchaus. Darf ich gleich bei dem von Ihnen angesprochenen Parteienspektrum einhaken? Wenn ich es jetzt irgendwie zugespitzt sagen darf, wer Ausländer nicht mag, kann in Wien die FPÖ wählen und hat ein gutes Angebot. Wer findet, Wien ist eine sichere Weltstadt mit hoher Lebensqualität, ist wahrscheinlich bei der SPÖ gut aufgehoben. Wer sagt, ich hätte gern mehr Radwege bei den Grünen? Wer soll eigentlich die ÖVP mit Karl Mara wählen?
Also die Volkspartei steht für eine Politik der Mitte. Sie ist für die Menschen da, die einfach ihr Leben führen wollen, die eine gesunde, eine lebenswerte Stadt wollen. Und die Volkspartei ist für Menschen da, die nicht nur Probleme aufgezeigt bekommen wollen, sondern die auch Lösungen haben wollen. Und die Volkspartei hat daher bei jedem Problem, das sie auf den Tisch gelegt hat, auch immer konstruktive Lösungsvorschläge. Und ein Lösungsvorschlag zum Beispiel ist, wenn wir die Situation haben, wie wir sie jetzt sehen in manchen Stadtvierteln, dass Integration nicht funktioniert, dass wir eben nicht mehr wegschauen, sondern hinschauen. Dass wir in der Bildung darauf achten, dass Kinder Deutsch können, wenn sie in die Volksschule kommen. Das sind alles ganz konstruktive Vorschläge, die nicht gegen eine Bevölkerungsgruppe gerichtet sind, sondern für eine Bevölkerungsgruppe gerichtet sind. Das heißt, die Umfragen derzeit bereiten Ihnen noch keine Sorgen, die Sie doch deutlich unter dem Wahlergebnis von 2020 mit damals 20% sehen. Die Volkspartei steht immer auch unter bundespolitischen Einflüssen. Das war in den letzten Jahrzehnten immer gleich. Und da sehen wir hier durchaus eine parallele Entwicklung. Aber ich sage Ihnen auch ganz offen, ich schaue nicht auf Umfragen, sondern ich schaue auf das, was wir arbeiten, was wir leisten und wie die Menschen auf uns reagieren. Und Wahltag ist in 2 Jahren voraussichtlich. Und dann werden wir die Wienerinnen und Wiener in mir Vertrauen bitten. Und ich bin sicher, dass das, was wir an Arbeit leisten in diesen Wochen, Monaten und Jahren, dass das auch von den Wählerinnen und Wählern honoriert werden wird. Treten Sie fix 2025 für die ÖVP an? Ganz bestimmt und ganz sicher. Herr Mara, Sie sind heute 68, strotzen vor Tatendrang. Können Sie den Wienern garantieren, dass Sie danach 5 volle Jahre zur Verfügung stehen? Also ich glaube, es gibt Beispiele aus der österreichischen Spitzenpolitik und aus der internationalen Spitzenpolitik, wo Menschen, die wesentlich älter sind, sehr viel bewirken. Und ich glaube, dass ich mit meiner von Ihnen jetzt zitierten Kraft auch sehr, sehr viel in dieser Stadt bewegen kann. Und das werde ich im Sinne der Wienerinnen und Wiener auch tun. Das heißt, Sie stehen den Wienern noch zur Verfügung dann? Ganz sicher. Jetzt bitte um ganz kurze Antworten auf einfache Fragen. Landesabgabe für den ORF in Wien abschaffen, ja oder nein? Ja. Rauchverbot in Schanigärten, ja oder nein? Nein. Autofreie City, ja oder nein? Mit entsprechenden Rahmenbedingungen und genügend Parkplätzen, ja. Arbeitslosengeld zu hoch, ja oder nein? Ja, und vor allem in Kombination mit der Möglichkeit der geringfügigen Beschäftigung für alle. Keine Möglichkeit oder kein Anreiz, in den Arbeitsmarkt einzusteigen. Arbeitslosengeld ist immer ein Übergang für den Arbeitsmarkt, aber nicht die Hängematte, wie es ja Rudi Hunsdorfer, der damalige Sozialminister, auch gesagt hat. Genderverbot in Wien, ja oder nein? Nein. Wo verbringen Sie heute den Urlaub? Zwischen Wien, Burgenland, Kärnten und Jesolo. Der Strand der Österreicher, der Lieblingsstrand, sehr schön. Urlaub noch vor Ihnen? Ein paar Tage noch, ja. Ganz abschließend jetzt, wenn Sie jetzt dann hier die Rechnung bestellen, zahlen Sie Cash oder mit Karte? Natürlich Cash. Immer ich Cash. Bin ein Verfechter des Bargelds und ich finde es auch richtig, auch wenn man ihn dafür gescholten hat, dass Bundeskanzler Nehammer und auch Finanzminister Magnus Brunner den Österreicherinnen und Österreichern und auch den Wienerinnen und Wienern, und die meisten wollen das ja, auch die Sicherheit geben wollen, das Bargeld ist weiter unser wesentliches Zahlungsmittel. Bin ich ein bisschen indiskret, wie viel Bargeld haben Sie immer eingesteckt? Naja, so zwischen 200 und 250 Euro. Herr Stadtrat, ein breites Themenspektrum, was wir heute abgearbeitet haben. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, das Gespräch, wünsche Ihnen noch einen schönen Sommer. Vielen Dank fürs Gespräch, hat mir Freude gemacht.